Neues Video von Savage Scooters. Das BFA-Projekt, das 260-BFA-Projekt ist fertig. So, lasst uns mal so ein bisschen drüber reden. Was ist gewesen, was ist passiert, was ist mir aufgefallen? Obligatorisch steigen wir mit einem kleinen Fertigungspörnchen ein, weil ich dachte mir, zwei Videos reichen vollkommen aus, um das Thema zu besprechen. Deswegen seht ihr zur Einstimmung ein paar Bilder von der Fertigungsphase des Motors und danach sprechen wir über, ja, über meinen Eindruck, über meine Erfahrungen hier vom Prüfstand und ob oder ob nicht. Ja, also viel Spaß beim Video. Also ihr habt jetzt in dem Pörnchen gesehen, um was es geht. Der 260er oder 244er BFA-Zylinder mit einer 64er Vollwange von Kingwelle. Die ganzen Produkte, die ich dort verbaut habe, lassen sich im Grunde runterbrechen auf der BFA-Zylinder, eine Kingwelle mit 64 mm Hub und zwar eine Vollwange. Dann haben wir einen Ansaugtrakt von MRP. Wir haben einen 35er Mikuni und wir haben eine King-Clutch, also eine King-Kupplung, eine elektronische Zündung. Getriebe haben wir die Hauptwelle von Krimas, BGM-Zahnräder, BGM-Nebenwelle, aber Standard, ne? Nicht irgendwie kurzer Dritter oder ultra kurzer Vierter. Dann haben wir 2363 habe ich verbaut. Warum 2363? Weil ich es ein bisschen länger haben wollte, aber
nicht so ultra lang, dass der 180 fährt, der Motor oder der Roller, sondern dass du schon ein bisschen aggressiver und ein bisschen zügiger am ersten, zweiten, dritten wegfahren kannst. Gut. Jetzt geht's mal ins Eingemachte. Der Zylinder oder ist vorgesehen für 244 Kubik mit einer 60er Welle und einem 127 mm Pleuel. So. Dafür ist dieser Zylinder gebaut worden. Und vorab kann ich euch sagen, wenn ihr nicht unbedingt auf der Jagd nach dem letzten Quäntchen PS seid, reicht eine 60er Welle vollständig aus. Die Steuerzeiten des Zylinders sind so hoch, dass nur bedingt Sinn macht. Ich hole mal eben mein Zettelchen, dann sage ich euch mal die Steuerzeiten. So, zum Thema Steuerzeiten. Ich habe mir das notiert. Bei einer 64er Welle musst du diesen Zylinder unterlegen, um den Hub auszugleichen, nämlich die 4 mm Hub, also durch 2 geteilt. Sprich, du musst am Fuß oder am Kopf 2 mm unterlegen und du hast 1 mm Pleuel, was du oder mehr, was du auch noch ausgleichen musst. Also insgesamt musst du 3 mm irgendwo unterbringen. Oben, unten, rechts, links, hin und her. So. Und die Steuerzeiten, die dabei rauskommen, sind echt, das kann man so machen, aber dann ist halt wirklich heftig. Ne? Also ich kann euch mal sagen, wenn ihr einen Fußausgleich von 3 mm macht, habt ihr 138 zu 186. Macht ihr 2 mm Fußausgleich, arbeitet ihr mit 132, 182. Arbeitet ihr mit 1,5 mm, habt ihr 131, 130 zu 179. Setzt ihr das Ding plan auf die Adapterplatte und macht den gesamten Ausgleich, Hubausgleich oben am Kopf, habt ihr 124, 173. So. Das Problem bei diesem Zylinder ist, dass der Kopf 8-mal verschraubt ist und es für diesen Zylinder weder irgendwelche Fußspacer noch Kopfspacer gibt. Das heißt, ich war also gezwungen, mir alles selber zu machen. Das ist ein bisschen problematisch, weil du da wirklich viel Geld in die Hand nehmen musst, um jemanden zu finden, der dir die CAD-Programme schreibt und dir die Sachen dann auch fräst. Das heißt, ich habe dann auch jemanden gefunden, der mir Sachen gefertigt hat. Ich konnte also über einen großen Pool von Fußspacern konnte ich dann meine Steuerzeiten so einstellen, wie ich wollte. So, jetzt habe ich ja den Porsche-Auspuff, und zwar die Racing Resi. Und dieser Auspuff verlangt eigentlich von Haus aus entsprechende Steuerzeiten. So, jetzt hast du, wenn du 132, 182 hast, einen VA von oder einen Vorauslass von 25. Das ist echt mau. So. Und du hast auch extrem hohe Überstromzeiten und sehr niedrige Auslasszeiten. Was bedeutet, ein bisschen zur Erklärung, sehr lange Überströmzeiten bedeutet, es kann sehr, sehr viel Gemisch über die Überströmer in den Zylinder einfließen. Jetzt ist der Auslass aber auch nicht so sehr lange offen, sodass du dieses große Gemisch, was sich da angestaut hat und was dann entsprechend verbrannt wird, auch wieder loswerden musst. So, da hat der Zylinder einen riesen Vorteil, weil er einen dreifachen Auslass hat oder einen dreiteiligen Auslass hat, nämlich einen Hauptauslass und zwei Nebenauslässe. Kriegst du dieses Gemisch, was dann entsprechend, wenn der Auslass auch öffnet, also zuerst öffnet der Hauptauslass und dann die Nebenauslässe, entsprechend schnell in den Auspuff entweichen kann. Was man dazu auch noch sagen muss, ist, dass wenn du den Hub erhöhst und dass die Pleuellänge noch entsprechend erhöhst, steigt natürlich auch im gewissen Prozentsatz die Kolbengeschwindigkeit. Kann nachteilig sein, ist in diesem Fall auch ein bisschen nachteilig, weil die Zeiten oder die Zeit, in dem die Überströmer offen sind und der Auslass offen sind, wird natürlich immer kleiner, weil der Kolben relativ schnell rauf und runter fährt. Der Vorteil ist, dass die Auslenkung des Pleuels geringer wird und durch die schwere Kurbelwelle da begünstigt auch noch der Gesamtlauf des Motors deutlich ruhiger wird. So, so viel mal so ein bisschen am Rande und dazu. Ich zeige euch jetzt mal die Läufe, die dieser Motor gedrückt hat. Ich muss dazu sagen, ich hätte damit so nicht gerechnet. Ich habe mit dem Jürgen telefoniert, habe ihn gefragt, was hältst du von den Steuerzeiten? Was hältst du davon in Kombination mit deinem Auspuff und dem Zylinder? Er hat gesagt, das könnte funktionieren, weil der Zylinder entsprechend durch die Nebenauslässe entsprechend schnell das Gemisch loswerden kann und der Auspuff das verarbeiten kann.
auch bei einem VA von 25. So, normalerweise ist das ein typischer VA für eine Box. Also nochmal 132, 182 mit der Racing Resi. Und wir gucken uns jetzt mal den Lauf an, den ich mit der Resi geworfen habe. Es waren mehr Läufe oder deutlich mehr Läufe. Ich zeige euch einen Lauf und zeige euch dann ein Diagramm, das wir im Anschluss besprechen können, was er da geworfen hat. Das war der Lauf. Ich blende euch jetzt ein Diagramm ein. Das hatte er dann so am Schluss entsprechend nach ein bisschen Umdüsen hin und her. Das ist dann die letzte Leistung, die ich, oder das letzte Diagramm, was ich dann von dem ganzen Setup gezogen habe. So, wir haben 39,1 PS und 37,5 Newtonmeter. Und wenn ihr euch die Kurve jetzt mal richtig anschaut, seht ihr, dass der Motor bei 4000 Umdrehungen schon 24, 25 Newtonmeter wirft. Wir reden über eine Resotüte. Das bedeutet, das sind eigentlich Newtonmeter-Werte, die du bei einer Box erwartest. Und nicht unbedingt bei einem Rennauspuff oder bei einer Resotüte, weil die eigentlich tendenziell erst sehr viel später mit mehr Newtonmeter und mehr Drehmoment aufwartet. So, dann steigt der ungefähr bei 5,5 ein und hat dort knappe, 18 PS ungefähr und schießt dann in einem Drehzahlbereich von 2000 Umdrehungen auf die Peakleistung von 39,1 PS und die spitzen Newtonmeter wirft er bei 7000 Umdrehungen, nämlich 37,5. So, und das ist eigentlich eher unüblich für eine Resoanlage, weil die eigentlich deutlich später erst ihre Leistung entwickeln sollte. So, ihr seht aber auch an dem Diagramm, dass nach dem Peak das Drehmoment relativ schnell eigentlich zusammenbricht und sich das Drehmoment und die Leistung auch nicht halten, sondern die brechen sich oder das bricht relativ schnell zusammen und im Overref haben wir dann bei 9.500 Umdrehungen zwar immer noch 26 Newtonmeter und immer noch um die 35 PS, aber das Ganze würde deutlich mehr und deutlich mehr Spaß und auch mehr Leistung machen, wenn wir die Steuerzeiten ein bisschen anpassen würden. Also da ist Potenzial für richtig Leistung. Ich meine, wir müssen uns mal überlegen, wir reden hier über 17 Grad Vorzündung. Also ich habe das Setup begonnen mit 17 Grad. Diese Kurve ist bei 17 Grad gelaufen. 17 Grad und 132, 182. Man mag sich nicht vorstellen, wenn du dem Zylinder noch mehr Steuerzeit gibst und dem nochmal 10 Grad im Auslass gibst und 132, 192 machst und dem einen 30er VA spendierst. Ich, keine Ahnung, was dann passiert und die Zündung noch anpasst. Also wir haben ja, normalerweise macht man das so, wenn man den Roller auf den Prüfstand stellt, dann fängt man entsprechend kalt an. Ich sag mal kalt oder früh mit der Zündung an und stellt die Zündung dann immer weiter vor Richtung 18, 19, 20 Grad und schaut, wie sich die Leistung entwickelt. Dreht die Zündung so lange vor, bis du einen Spitzenwert erreicht hast, den der Roller dann bereit ist zu gehen. Und wenn du dann weiter drehst, die Leistung bricht zusammen, dann weißt du genau, wo dein optimaler Zündungszeitpunkt ist. Also generell sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, eine Zündung auf dem Prüfstand einstellen und dann kann man verstellen und das Ganze dann nach den Ist-Werten auf dem Prüfstand, nach dem Leistungsbild entsprechend die Zündung einstellen. Also gehen wir mal davon aus, dass der Zylinder noch 2 bis 3 Grad mehr Zündung vertragen könnte. Ich habe eine Quetschkante von 1,2 mm verbaut. Der Hinweis kam vom Christoph von Kingwelle, dass man den Zylinder deutlich mit deutlich geringerer Quetschkante fahren könnte. Und das habe ich probiert und er klingelt auch nicht. Man darf sich nicht vorstellen, was mit 3 Grad mehr Zündung und mit 10 Grad mehr Steuerzeit hier passiert. Also, ich weiß es nicht, aber ich glaube, da wären schon 50 PS möglich. Ja. Aber ne, wenn man es dann mal so nimmt, dieses Angst-Setup, also nur zusammengebaut. Der Motor hat nicht einmal den Fräser gesehen. Weder der Zylinder, noch die Überströme, noch sonst irgendetwas. Es ist ein Malossi-Gehäuse, da ist die Adapterplatte draufgesteckt. Da sind keine Überströme angepasst, da ist gar nichts angepasst. Überhaupt nichts. Adapterplatte drauf, Spacer drauf, Zylinder drauf,
Kopf drauf mit 1,5 mm am Kopf habe ich gearbeitet. Und dann drückt das Ding 39 PS bei 17 Grad Vorzündung und 37,5 Newtonmeter. Und das Ganze in einem Drehzahlbereich bis 7500 Umdrehungen. Das ist eigentlich etwas, wo wir sagen, das sind so Drehzahlbereiche, da reden wir über eine Box. Traumhaft, dass der Auspuff mit dem Zylinder das so wiedergibt. Also die Racing Gracie ist ein Auspuff, der mich immer wieder überrascht. In der Kombination, ich bin es eben auch mal die Straße rauf und runter gefahren, ist mir zu hektisch. Was heißt zu hektisch, kann man nicht sagen. Der hat eine brachiale Kraftentfaltung. Der dreht sauber bis 7500, 8000, 9000 Umdrehungen hoch. Aber du willst an dem Lenker einfach nicht sitzen, wenn dann die 37,5 Newtonmeter anstehen und das Ding nach vorne peitscht. Nochmal, das ist alles sehr, sehr geschmeidig gebaut. 17 Grad Vorzündung und Steuerzeit mit einem VA von 25. Also, wenn das nicht reicht, dann weiß ich es nicht. Und ich habe dann gedacht so, baust du mal eine Box drauf? Und guckst mal, was mit der Box passiert. Jetzt hatte ich noch die Resi-Box hier, die große Resi-Box von Jürgen. Und hatte gedacht, naja, auf dem Quattrini hat die auch 40 PS geworfen. Dann gucke ich mal, was die macht. Und ich blende euch jetzt mal das Diagramm von der Box ein. Und da sehen wir, dass wir 35 PS und 31,4, also knapp 32 Newtonmeter haben. So, die Kurve sieht auch geil aus. Muss man einfach sagen, die Kurve sieht auch geil aus.
Und er dreht sogar mit der Box, was heißt, er dreht höher. Also der Leistungspeak kommt später als bei der Reso-Anlage, hat aber weniger Spitzenleistung und fast 6 Newtonmeter weniger Drehmoment in der Spitze. Da muss man aber dazu sagen, dass, ich muss mal gerade gucken, 24 Newtonmeter ebenfalls untenrum anliegen, also bei 3.500 bis 4.000 Umdrehungen. Ähnlich oder eigentlich genauso wie bei dem Reso-Auspuff. Und die sich dann komplett bis, die 24 Newtonmeter bis 9.000 Umdrehungen komplett halten. Also du bist mit der Box auch jetzt nicht schlecht aufgestellt, aber ich blende euch jetzt beide nochmal im Vergleich ein. Da siehst du einfach, dass die Resi-Box im Bereich von 4.600, 4.700 Umdrehungen bis 6.000 Umdrehungen etwa stärker ist. Ja, nicht wesentlich, da reden wir über 2 PS, 1 bis 2 PS und 2 bis 3 Newtonmeter. Und dann zeigt die Racing Resi einfach da, wo der Frosch die Locken hat, und gibt nochmal richtig Schub. Und zwar so eine Attacke, dass das Ganze dann bis auf 39 PS und 37,5 Newtonmeter gipfelt. Wenn man sich die Kurve der Racing Resi anguckt, kann man da auch nicht von einer großen Reso-Delle sprechen, sondern wenn man jetzt beide Kurven übereinander legt, sieht diese Kurve von dem Reso-Auspuff fast schon linear aus, mit so einer ganz kleinen Delle drin, Reso-typisch. Was du auf der Straße, diese 2 Newtonmeter in dem Bereich, in diesen 1500 Umdrehungen, die merkst du nicht, da fliegst du eh so schnell drüber weg. Aber dann bei 5,5 beißt dieser Reso-Auspuff zu und das Ding peitscht dermaßen nach vorne, das ist schon schlimm. So, also positiv schlimm. Was bleibt da zum Fazit zu sagen? Du kannst das Ding mit der Box fahren, macht aber keinen Sinn, weil die Steuerzeiten so mit der 64er Welle dich nicht glücklich machen. Man müsste jetzt mal mit einer 60er Welle gucken, wo man da steuerzeiten technisch landen würde. Ich glaube, dass der BFA 244 nur mit mehr Hub gefahren werden sollte, für Jungs, die wirklich wissen wollen, wo der Frosch die Locken hat. Ne? Also da kannst du dann mit 64 oder 65 mm Hub arbeiten und gibst dem dann wirklich 10 Grad mehr im Auslass und dann wird das wahrscheinlich eine Waffe. Also ich meine, ist jetzt schon eine Waffe, aber dann dreht das Ding richtig am Kabel. Es fährt sich auf der Straße erstaunlich gut. Du musst halt aufpassen mit dem Gas geben. Ne? Erster, zweiter Gang lässt du die Finger wirklich vom Reso weg. Sonst stehst du wirklich senkrecht in der Luft. Und im dritten Gang kannst du dann mal den Hahn aufklappen und musst dich entsprechend nach vorne positionieren. Und dann schiebt dich das Ding wirklich nach vorne. Ich habe mal geschaut, dass der Peak, der Leistungspeak etwa bei 115 km/h ist im dritten Gang. Ne, wenn du dann den vierten schaltest, stehst du voll im Saft und das Ding wird dich wahrscheinlich bis, 140, 150 weitertragen, problemlos. Ob das Ziel ist, weiß ich nicht. Aber der Zylinder hat Potenzial und der Zylinder kann auch richtig was und das Layout des Zylinders ist auch sehr vielversprechend und macht Laune. Mit einer 64er Welle ist es am Thema vorbei. Der würde sich mit einer 60er Welle deutlich besser fühlen. Wenn du mit den Steuerzeiten spielen willst und richtig Attacke machen willst, dann bist du natürlich mit einer 64er Welle besser bedient. Das ist jetzt eure Entscheidung, ob ihr damit arbeitet oder nicht. Am Ende des Tages glaube ich, dass das sehr, sehr viel Spaß macht auf der Straße, wenn man diese Leistungsentfaltung gerne mag. Aber abschließend zu sagen, das Ding ist wirklich einfach nur draufgestöpfelt und zusammengebaut und du hast 40 PS aus der Kiste mit einem Rennauspuff und 37,5 Newtonmeter. Ich habe echt gedacht, der würde deutlich weniger Newtonmeter haben mit dem Auspuff, aber deswegen sagte ich ja auch, dass diese Posch-Auspuffanlage mich immer wieder überrascht, zu was die imstande ist zu leisten. Einfach phänomenal. Also ich bin ein großer Fan dieser Auspuffanlagen, kann man nicht anders sagen. Kaufe ich einen BFA 244 oder kaufe ich mir Quattrini? Da reden wir über 400 € mehr. Die restlichen Parameter sind identisch.
Kommt drauf an, wo du hin willst. Ich habe mit dem Quattrini ähnliche Leistungen erzielt, musste aber am Zylinder deutlich mehr fräsen und deutlich mehr arbeiten, auch die Überströme anpassen und so, also mit draufstecken und 40 PS. Weiß ich nicht, ob es mit dem Quattrini machbar ist, bestimmt. Ne, mit dem entsprechenden Auspuff, großen Vergaser, hochgesetzt, Steuerzeiten etc. Könnte das durchaus sein, aber die Konfiguration, die ich gebaut habe, da musste ich schon immer mit dem Fräser dran gehen und den Auslass entsprechend hochziehen. Also es ist mit mehr Arbeit verbunden, aber es kostet auch 400 Euro weniger. Deswegen kann ich euch nicht sagen, kauf den Zylinder oder kauf den Zylinder. Ich glaube, das muss an der Stelle jeder für sich wissen, wie er das gerne bauen möchte. Ich weiß es nicht. Also es liegt an euch. Ihr müsst da die Entscheidung treffen. Ich habe euch jetzt mal diese beiden Kurven gezeigt. Einmal mit der Box gesteckt und einmal mit dem Reso-Auspuff gesteckt. Die Box leistet weniger PS und weniger Drehmoment. Der Renntopf macht richtig Spaß. Also, und das Ding hängt auch unfassbar am Gas. Also das ist schon böse. Ihr müsst euch jetzt eure eigene Meinung bilden. Ich glaube, das war von der Seite aus mal ganz interessant zu sehen, was so passiert. Und ihr habt jetzt einen guten Eindruck bekommen, wo das Ding sich so wiederfindet. Und alle Daten zu dem ganzen Setup schreibe ich nochmal unten in die Infobox, sodass ihr euch angucken könnt, wie die Vergasereinstellungen waren, was ich benutzt habe und welche Bauteile ich verwendet habe. Und dann liegt es an euch, was ihr wollt. Ich kann es euch nicht sagen, womit ihr besser bedient seid. Jeder Zylinder hat seine Vor- und Nachteile. Und ich glaube, dass wir am Ende des Tages ganz individuell entscheiden müssen, worauf wir Bock haben. Aber der BFA 244, der kann was. Und der kann gut was. Also, ja. Das war's von meiner Seite aus an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer jetzt nach dem Video aus der Nummer rausgegangen. Und jetzt liegt es an euch, wie ihr euch entscheidet und was ihr kauft und wozu ihr Bock habt. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, dass ihr ein wenig klüger werdet. Und ja, würde sagen, bleibt hässlich. Und wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.